Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und dass wir uns nur dessen richtig bewusst werden müssen. Wir müssen wissen, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Welcher Weg ist der richtige für mich? Wir haben immer die Wahl. Wir leben, wie es andere Menschen von uns erwarten. Dann sind wir eigentlich nur die Summe aller Erwartungen. Wir können uns aber auch fragen, wie will ich sein? Und dann können wir uns gezielt mit den Menschen umgeben, die so sind, wie wir sein wollen. Wir müssen wissen, dass wir die meisten Meinungen zufällig übernommen haben. Es geht darum, dass unsere Geschichten und unsere Visionen und unser Ziel in Übereinstimmung sind. Die Geschichten mit unserem Ziel. Wir haben bestimmte Glaubenssätze als Kinder unreflektiert übernommen. Erwachsensein bedeutet aber, dass wir Verantwortung auch für unsere Glaubenssätze übernehmen. Dass wir uns fragen, will ich das glauben? Und was hilft mir wirklich? Die meisten Menschen, die ich treffe, haben völlig destruktive Glaubenssätze über sich selbst. Sie trauen sich nichts zu. Oder viel zu wenig. Oder viel zu wenig. Oder viel zu wenig. Unsere Glaubenssätze werden immer wahr. Sie materialisieren sich. Und zwar immer. Und zwar immer. Und zwar immer. Wir haben dazu diese vier Schöpfungsinstrumente. Unser Denken, unser Fühlen, unser Sprechen und unser Handeln. Und unsere Glaubenssätze entscheiden, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen und wie wir handeln. Darum formen unsere Glaubenssätze unsere Lebenswirklichkeit. Wenn wir anfangen, Unterschiede zu erkennen, neue Wege, differenzierte Wege, dann beginnen wir zu lernen. Eine ganz, ganz wichtige Lernerfahrung ist meines Erachtens die Unterscheidung zwischen Talenten und Stärken. Talente sind das, was wir einmal nennen, unsere wahre Identität. Die sich äußert in irgendwelchen Taten. Das, was wirklich ich bin. Ich bin. Ich bin. Womit wir auf die Welt gekommen sind. Das Sein, das sich in Taten äußert. Auch das, was uns glücklich macht. Das, was andere als authentisch bezeichnen würden. Viele Menschen spüren das ja. Auf der anderen Seite die Stärken. Und hier ist die These, dass wir Mängel hatten in unserem Leben, alle. Und um die zu kompensieren, um die wettzumachen, haben wir Stärken entwickelt, um erfolgreicher durchs Leben zu kommen. Oder ganz praktisch, damit uns nicht jemand wehtun kann. Oder viele Menschen uns nicht wehtun können. Haben wir Stärken entwickelt? Und diese Stärken sind eine Art Kompensation. Also um etwas zu erreichen, haben wir das entwickelt. Es ist nicht unsere angeborene Sache. Es macht uns erfolgreich, aber nicht glücklich. Die meisten Menschen tun jede Menge Dinge. Und diese Dinge haben fast nie irgendetwas mit der großen Lebensvision und mit ihrem Lebenssinn zu tun. Und warum nicht? Weil sie den Grund ihrer Existenz nicht kennen. Sie wissen nicht, was ihr Lebenssinn ist. Und im Ergebnis tun wir dann das, von dem wir denken, dass man das als Mensch ebenso tut. Die Wahrheit ist, wir können in jedem Moment unser Leben kontrollieren. Wir sind Designer. Jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte.
Die ist mal spannender, mal nicht so spannend. Manchmal ist sie fröhlich, manchmal auch nicht so fröhlich. Was wir erkennen müssen, dass wir selber die Autoren sind. Dass wir die Geschichte so schreiben können, wie wir es wollen. Seneca sagt zu Recht, so wie du einmal gelebt haben willst, so kannst du jetzt schon leben. Wir können unser Leben täglich neu erschaffen. Täglich neu erschaffen. Täglich neu erschaffen. Usain Bolt, der große Sprinter, hat gesagt, genießt, was ihr tut. Und wenn es euch keinen Spaß macht, dann tut es nicht. Martin Greenfield hat einmal gesagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Trotz Schwerhörigkeit, trotz Krankheiten, es ist meine Arbeit, die mich glücklich macht. Und ich glaube, dass unsere Arbeit uns Mut machen kann und uns auch Kraft gibt, wenn es etwas ist, das wir wirklich lieben. Was ich sagen will, auch unsere Katastrophen, unsere Niederlagen sind nützlich. Sie sind ein Teil unserer Geschichte und sie machen uns einzigartig. Sie machen uns anders als alle anderen. Steve Jobs wurde einmal gebeten, die wichtigsten Lehren seines Lebens zusammenzufassen. Und er sagte, das erste Geheimnis ist das Verbinden von Punkten. Und wir müssen vertrauen, dass die Punkte sich zu einem Bild zusammenfügen. Die einzige Weise, wie ihr eine großartige Leistung vollbringen könnt, dass ihr liebt, was ihr tut. Dass ihr liebt, was ihr tut. Es steht für das, was ich will. Wähle dein Leben und mache etwas Herrliches daraus. Genau dafür sind wir hier. Wir haben das eine Leben. Worauf wollen wir dann da warten? Ich glaube, es wäre eine schreckliche Verschwendung der Natur, uns Träume zu geben, die wir dann nicht in die Tat umsetzen könnten. Warum soll die sowas machen? Ich glaube, wenn wir einen Traum haben, haben wir auch die Möglichkeiten dazu. Nichts, was wir je geträumt, gefühlt, erwünscht haben, ist weg. Das ist alles da. Wir können das alles machen. Es liegt an uns. Es liegt an uns. Ich glaube, dass wir unsere innere Stimme, die immer da ist, meist deshalb nicht hören, weil wir selber zu laut sind, unser Leben zu laut und zu schnell ist. Wenn wir selber langsamer werden, leiser werden, dann können wir die Stimme hören. Eure Zeit ist begrenzt. Vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lasst den Lärm der Stimmen anderer nicht eure innere Stimme ersticken. Das Wichtigste ist, folgt eurem Herzen.